Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Pommes braun-weiß, herzlich willkommen. Mich hat es ein bisschen gewundert nach dem Spiel gegen VfL Bochum, 1:1 am Montag. Da kam nicht so richtig viel Applaus von den Rängen. Ich fand die Leistung der Mannschaft richtig stark. Auch wenn es mit dem Sieg nicht geklappt hat, war es meiner Meinung nach eine klare Fortentwicklung, ein weiterer Schritt nach vorne. Die Mannschaft tritt mutig auf, das haben die letzten Spiele gezeigt, ruft wieder ihr spieltechnisches Potenzial ab, kombiniert gut und steht defensiv auch verdammt gut in der Ordnung. Wie Michael Frontzek so schön sagt, kaum Torchancen zugelassen gegen die zugegebenermaßen offensiv doch recht zahnlosen Bochumer. Ja, und nach vorne hat man sich eine Chance eigentlich nach der anderen erspielt. So zumindest bis zur 75. Minute. Dann, okay, Schlussoffensive kam nicht mehr viel. Aber Leute, da hätte die Mannschaft auch den Applaus verdient. Der kam dann ein bisschen später. Vielleicht lag es ja auch an der Enttäuschung über das doch dann am Ende unglückliche, aus St. Pauli-Sicht unglückliche 1:1. Das ist der kurze Blick zurück. Wir schauen natürlich nach vorne. Und es ist wieder ein Mann hier, auf den ich mich sehr gefreut habe. Axel ist wieder da. Und Axel, was machen wir denn heute? Du wirst ja sicherlich den FC St. Pauli verfolgt haben jetzt in den letzten Wochen. Du hattest Zeit, hast viel im Bett gelegen, dich schlau gemacht über Fußball, über den FC St. Pauli. Und da müsste es ja eigentlich auf der Hand liegen, um was wir uns heute kümmern. Okay. Ja, sie haben einen neuen Trainer. Schon wieder, oder wie? Ja, nee, dieser... Frontzek, gut. Ich sehe, du hast aufgepasst. Also, so lange warst du schon weg. Ja, dann wird es aber dann doch Zeit. Also dann musst du auch dich eigentlich gewundert haben, dass der FC St. Pauli mittlerweile völlig anders spielt. Als zu deiner Zeit, als du noch hier hinter der Kamera gestanden hast, da hat sich schon ein bisschen was getan, muss man schon sagen. Okay, wir kümmern uns nicht um Michael Frontzek, den neuen Trainer, denn das haben wir schon vor einigen Wochen getan. Wir kümmern uns um den Unterschied zwischen hell und dunkel, zwischen Tag und Nacht. Sagen und verraten, warum Schmitz-Backes momentan bei Michael Frontzek eine ganz wichtige Nummer ist, ein ganz wichtiger Name. Fragen, was eigentlich mit Gernot Stenger momentan los ist. Ja, und kümmern uns natürlich und verleihen die Fritte der Woche. Das alles jetzt mit Axel und mir bei Pommes Pommes. Hier noch ein bisschen was für Statistikfreunde. 5 Spiele. St. Pauli jetzt ungeschlagen, unter dem neuen Trainer Michael Frontzek bleibt man ohne Niederlage, auch wenn es nur ein Punkt war. Der dritte Sieg in Folge war es dann leider nicht. Die Bochumer auch ihre Serie ausgebaut, warten seit ewigen Zeiten mal wieder auf einen Sieg. Daniel Ginczek, ja, der hat im 4. Spiel hintereinander ein Tor erzielt. Das ist mal eine starke Bilanz. Sicherlich ist es jetzt nicht der eiskalte Knipser vorne. Es ist einer, der sich viele Torchancen herausarbeitet, viel für die Mannschaft auch arbeitet und auch sicherlich mal wieder 2 oder 3 hätte machen können, vielleicht sogar 2 machen müssen. Nichtsdestotrotz, er macht sein Tor und damit bin ich zumindest erstmal zufrieden. Sehe seinen Wert ohnehin eher im Dienst, den er für die Mannschaft leistet da vorne. Überhaupt die Mannschaft, das ist eigentlich die bestmögliche Aufstellung des FC St. Pauli gewesen gegen Bochum, wenn man von 2 Personalien absieht. Natürlich Fabian Boll gehört in die Truppe, dann für Funk und in der Innenverteidigung. Florian Mohr hatte ja wirklich sehr stark begonnen dieser Saison. Den sehe ich da auch neben Markus Thorand und dann auf der rechten Außenbahn. Ja, Avevor vielleicht je nach Gegner dann auch die etwas offensivere Variante mit Schnecke Kaller. Aber ansonsten auf den anderen Positionen, denke ich, hat sich da die Mannschaft jetzt gefunden. Hat mir auch gut gefallen mit Bartels und Buchtmann da im Offensivbereich. Buchtmann eher auf der 10, Bartels über außen, haben aber auch viel getauscht. Klappt wunderbar. Ja, Statistik. Nichts geworden mit dem dritten Sieg in Serie. Michael Frontzek hätte mit einem Sieg mit 2 Toren Unterschied der beste Starter werden können unter allen St. Pauli-Trainern seit Einführung der zweiten Liga 1974. Ja, mag man gar nicht glauben. 10 Punkte hätten gereicht. Somit durch den Punkt hat er 8. Das ist auch sehr respektabel. 2 Siege, 2 Unentschieden. Absolut in Ordnung. Oder auch mehr als das. Ja, und wer steht denn an der Spitze? Kurz mal überlegen vielleicht, wer ist denn gut gestartet in seinen ersten Spielen beim FC St. Pauli? Es sind 2 Trainer. Und ja, der eine, da liegt der Einstand noch gar nicht so lange zurück. Das war André Schubert. 4 Spiele, 10 Punkte. Und Gerhard Kleppinger, der ist auch damals mit 10 Punkten gestartet. Und einmal noch
eine Statistik, die hätte ich dann noch anzubieten, auch mit Blick auf das Spiel bei Hertha BSC jetzt, freue ich mich sehr drauf. Leider, muss ich sagen, wieder ein Montagsspiel, viele werden mir beipflichten, viele Fans. Ich habe aus anderer Sicht auch noch dieses Leider, denn es ist wirklich nicht schön zu arbeiten. Das ist schon ein bisschen stressig und so ein Spiel würde ich mir lieber ganz in Ruhe anschauen, das geht dann leider nicht. Aber vor dem Spiel gegen Hertha BSC gibt es eine Serie, die jetzt auch weitergegangen ist, nämlich die Abendserie. Bei Abendspielen hat der FC St. Pauli in dieser Saison noch nicht gewonnen. Und das, obwohl das Bochum-Spiel das nun schon siebte war. 7 Spiele, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ja, sämtliche Siege holte man tagsüber. Und vielleicht klappt es ja im 8. Anlauf jetzt bei Hertha BSC. Wird eine ganz schwere Kiste. Müssen wir auch alle ein bisschen die Daumen drücken, dass Florian Mohr wieder fit wird, denke ich mal. Dass Fabian Boll fit wird, der jetzt bei Dr. Müller Wohlfahrt war unter der Woche, sich da hat untersuchen lassen. Also da steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Und wie man das Ganze auch ausdrücken könnte, dazu kommen wir jetzt. Michael Fronz erkennt es gar nicht anders. Seit er hier ist, muss er eigentlich wöchentlich seine Mannschaft umbauen. Immer wieder fallen Spieler verletzt aus, krank aus. Fabian Boll mehrfach, Dennis Daube, Finn Bartels, Florian Bruns, Jan-Philipp Kaller, Kevin Schindler, Florian Kringel. Also eigentlich hat es irgendwie fast jeden schon erwischt, Florian Mohr sowieso. Und an seine rheinische Mundart, ja, da haben sich eigentlich alle, die mit ihm da täglich zu tun haben, schon dran gewöhnt. Ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Ich mag es sehr gerne, wenn er von Ordnung spricht und in der Kürze der Zeit und alles, was so dazugehört. Und vor dem Spiel gegen Bochum, da hat er nochmal einen richtig ausgepackt. Angesichts dieser ja, immer wieder neuen Hiobsbotschaften sagte er nämlich vor dem Aufwärmen, vor dem kurzen Anschwitzen gegen Bochum am Abend davor, naja, bezüglich der Personalsituation sei man an Schmitz Backes noch nicht vorbei. Und ich habe das aufgeschrieben und dachte dann, ja, was heißt das denn? Habe ihn dann gefragt und er hat es mir auch hinlänglich erklärt, zumindest umschrieben. Ich wollte es auch ein bisschen genauer wissen und vielleicht habt ihr auch die Pressekonferenz gesehen. Habt euch auch gefragt, ja, was ist das denn? Oder es gelesen. Einige Zeitungen hatten es ja auch thematisiert, Schmitz Backes. Aber was genau das ist, das hat irgendwie keiner so richtig gesagt. Und da sind wir wieder bei Pommes Bildet. Ich habe mal nachgeschaut und mal gehört, was Wikipedia dazu sagt. Und das würde ich euch gerne mal vortragen. Es geht um Köln. An der Severinstraße 5, stadteinwärts, unmittelbar vor dem Severinstor, lag das Backes Schmitz. Backes für Backhaus, also die Bäckerei, das bei einer historisch nicht belegten und zeitlich nicht bestimmbaren Bestrafungspraxis eine wichtige Rolle gespielt haben soll. Verbrecher, die zum Staupenschlag verurteilt wurden, trieb man demnach vom Gefängnis im Frankenturm die Severinstraße hinab. Kennt vielleicht auch der ein oder andere Karnevalist unter euch. Erst hinter dem Schmitz-Backes endete die schmerzhafte Bestrafung, falls der Delinquent sie lebendig überstand und durch das Severinstor die Freiheit erreichte. Das kölsche Sprichwort, du bist auch noch nicht an Schmitz-Backes vorbei, steht im übertragenen Sinne für jemanden, der noch nicht außer Gefahr ist oder noch nicht alles überstanden hat. An der Stelle befindet sich auch heute noch eine Bäckerei, die als Schmitz-Backes bezeichnet wird. Ja, da lernt man auch noch was richtig bei dem Frontseck. Und dass wir noch nicht am Schmitz-Backes vorbei sind, das gilt auch für diese Woche. Denn aktuell gibt es nur einen spielfähigen Innenverteidiger im Kader mit Christopher Avevor. Und so hoffen alle, inklusive Frontseck, dass Florian Mohr wieder fit wird bis zum Montag. Ja, wenn nicht, was dann? Das ist die große Frage. Jan-Philipp Kaller ist gelernter Innenverteidiger. Der einzige eigentlich, der noch im Kader steht, der spielen könnte. Nachwuchsmann will Frontseck nicht benennen für die Partie in Berlin, für das Spiel beim Top-Favoriten auf den Aufstieg. Ja, er hofft, hat er auch so gesagt, er hofft auf das Positive, er hofft auf eine Genesung von Florian Mohr. Aber, lieber Michael Frontseck, da sind wir eben an Schmitz-Backes noch nicht vorbei. Übernächste Woche haben wir Mitgliederversammlung beim FC St. Pauli. Das verspricht eigentlich immer recht spannend zu werden, muss nicht immer turbulent sein. Aber es sind immer eigentlich interessante Satzungsänderungsanträge oder verschiedenste Anträge da, so auch diesmal. Einige sehr sinnvolle, wie ich finde, sind auf der Homepage des FC St. Pauli übrigens abrufbar, fcstpauli.de. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen.
Aber einer ist dabei, den kann ich absolut nicht nachvollziehen. Da geht es um eine Abberufung von Gernot Stenger als Vizepräsident. Eine Dreiviertelmehrheit ist dafür notwendig. Die wird es nach meiner Sicht der Dinge auf keinen Fall geben. Diese Dreiviertelmehrheit wird man dafür, denke ich, nicht bekommen. Ist aber auch eigentlich fast egal. Wichtig ist, warum so ein Antrag gestellt wird. Und liebe Leute, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Gernot Stenger hat gearbeitet in der Sicherheitskommission der DFL. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, in den letzten Wochen ging ja eigentlich im Fernsehen und auch in den Zeitungen rauf und runter. Ich meine, wir haben auch mal drüber gesprochen, ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Da geht es um das Konzeptpapier der DFL, sicheres Stadionerlebnis. Und Gernot Stenger war eben in dieser Sicherheitskommission und hat an dem Maßnahmenkatalog da mitgearbeitet. Ist aber dann zugegebenermaßen auf Druck auch der eigenen Fanszene aus diesem Gremium auch ausgeschieden. Er soll wissentlich die Unwahrheit gesagt haben gegenüber Fanvertretern bzw. gegenüber dem Fanladen, also gelogen haben. Er sagt, er hat dies nicht getan, hat das auch versucht zu erklären. Da steht Aussage gegen Aussage. Das kann ich nicht bewerten, aber was ich bewerten kann, ist die Arbeit, die Gernot Stenger in den vergangenen Jahren als Vizepräsident beim FC St. Pauli geleistet hat. Und Leute, wenn ihr euch da einen rauspicken wollt aus dem Präsidium, dann habt ihr meiner Meinung nach aber hundertprozentig genau den Falschen erwischt. Denn wenn es einer war, der die Fanbelange in den vergangenen Jahren hochgehalten hat, der die Fahne da hochgehalten hat, der immer wieder gegen interne Widerstände angekämpft hat, dann war das Gernot Stenger. Gibt es verschiedenste Beispiele, die ich jetzt gar nicht alle aufführen will. Vielleicht als letztes Beispiel auch, ist ja immer noch aktuell, die Stadionwache. Da war er es, der gegen interne Widerstände es durchgesetzt hat, dass man eine Alternativlösung prüft überhaupt, dass man das in Auftrag gibt. Das kostete auch eine Stange Geld, das Ganze. Ich belasse es dabei. Ich könnte jetzt noch 5, 6, 7, 8 Fälle aufzählen, auch was er nicht nur für die Fans, sondern für den Verein geleistet hat, in Frankfurt vor dem Gericht. Punkt. Gernot Stenger ans Bein zu pinkeln, halte ich für vollkommen absurd. Und wenn euch das nicht reicht, was das Präsidium macht oder was Gernot Stenger macht, ja, dann fragt euch mal, was andere Leute da noch machen. Also dann würde ich erstmal 3, 4 andere Namen auf diesem Plakat stehen sehen. Stenger, hau ab, war ja eins der Plakate am Montagabend, bevor man da Gernot Stenger ans Bein pinkelt. Also, liebe Leute, kann ich nach aktuellem Stand der Dinge absolut nicht nachvollziehen. Ja, Axel sagt gerade, du bist doch gekauft. Ja, bin ich ganz sicher nicht. Sonst kriege ich immer ja aus der anderen, oder von der anderen Seite auf die Mütze, dass ich zu sehr so das Fansprachrohr irgendwie bin oder auf deren Belange und Wünsche eingehe oder so. Ich habe meine Meinung und die gebe ich hier preis und das mag dem einen gefallen oder dem anderen nicht. Aber in dem Fall, sieht meine Meinung eben eindeutig so aus. Und sollte jemand von euch Anhaltspunkte haben, Beweise haben, dass es verkehrt ist, was ich sage, dass Gernot Stenger da wirklich Mist gebaut hat, ja, dann bitte informiert mich. Ich bin da immer offen, auch für neue Entwicklungen, gar kein Problem. Fritte der Woche geht in dieser Woche an Christian Dingert, den Schiedsrichter vom Montagabendspiel gegen Bochum. Denn ohne den wäre St. Pauli da mit dem 3. Sieg in Serie rausgegangen. Ohne ihn wäre Michael Fronzek der erfolgreichste Starter unter den Trainern des FC St. Pauli geworden. Und ohne ihn hätte man am Montag vielleicht schon so ein verkapptes Spitzenspiel bei Hertha BSC gehabt. So aber hat er sich nicht nur einen falschen Pfiff, aber einen entscheidenden falschen Pfiff geleistet, nämlich in der 55. Minute bei einem Zweikampf zwischen Markus Thorand und Kevin heißt er, glaube ich, ne? Scheidhauer, Bochums Stürmer. Er hat da auf Foul entschieden, was falsch war. Es gab einen Freistoß für Bochum. Daraus entstand dann das 1:1, auch noch doppelt bitter, weil Dabrowski den Ball eigentlich durchlassen wollte und ihn dann eher unfreiwillig ins Tor boxiert. Und als Markus Thorand zu Dingert
hingegangen war und gefragt hatte, wieso er das denn pfeift, er habe doch 25 Meter weiter weggestanden und der Assistent stand 3 Meter daneben und hat die Fahne unten gelassen. Da bekam Torre zur Antwort, dass der Assistent zu nah dran gestanden habe, dass man das aus 3 Metern nicht so gut bewerten könne. Okay, ist mal eine Ansage. Irgendwie doppelt blöd alles oder dreifach blöd. Die Punkte geklaut und auch noch jetzt mit Markus Thorand dadurch, das war nämlich die 5. Gelbe, den Abwehrchef verloren für die Partie bei Hertha. Alternativen haben wir gerade schon besprochen, gibt es da nicht wirklich. Ding hat auch sonst schwache Vorteilsauslegung, kein einheitliches Strafmaß, hat mir nicht so gut gefallen. Und ein Spieler hat mir erzählt, wenn man mit Dingert spricht, hat man das Gefühl, man redet mit einem 12-Jährigen. Okay, Fritte der Woche ist es auf jeden Fall wert. Mehr können wir da nicht verleihen. Die gelbe Karte machen wir auch nicht mehr rückgängig. Aber immerhin das. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute.